Hallo und willkommen zurück in Minecraft. Ja, ich war ein ganz klitzekleines bisschen fleißig, nicht sehr. Ich habe ein bisschen Holz besorgt und schepper, 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 schepper. Hoffentlich sieht man das überhaupt von hier. Ja, man sieht das von hier. Ich habe da einen kleinen Steinbruch angefangen, um Erde und Stein zu farmen. Nichts Besonderes. Und ich habe ein bisschen Deep Slate geholt unten in der Mine, damit ich hier das weiterbauen kann. Aber wie ihr seht, habe ich das nicht gemacht. Ich habe ganz brav auf euch gewartet. Ihr sollt ja die wichtigen Sachen nicht verpassen, wie zum Beispiel, dass ich das Haus falsch baue, dann wieder abreiße, dann wieder falsch baue, dann wieder abreiße und dann vielleicht richtig baue. Aber ja. Hirnwäschle-Faktor, yay! Dann machen wir das eben und dann gehe ich mit euch direkt auch in die Mine runter. Also Mine. In die Höhle. Da war schon fertig. Ich glaube, ich hätte gar nicht so viel gebraucht. Ich habe da nämlich, während ich das Deep Slate geholt habe, gefarmt habe, ein paar Sachen gefunden. Natürlich nicht in der Aufnahme. Quasi wieder in der Nichtaufnahme. Das wäre ja sonst langweilig. Hier waren wir wohl fertig. Und die habe ich natürlich auch nicht einfach so abgebaut. Da habe ich auch ganz brav auf euch gewartet, damit ihr die ganzen wichtigen Dinge miterleben könnt. So und so. Und vielleicht sollte ich ein paar Fackeln mitnehmen. Dann gehen wir eben runter. Ich habe das Feld auch so weit erweitert. So weit erweitert, wie es meine Hacke zugelassen hat. Die ist dann aber unterwegs hops gegangen. Und dann habe ich ein bisschen was von den anderen Sachen angepflanzt. Also viel ist es nicht. Aber das Feld ist ja eh nur übergangsweise, damit ich zu essen habe. Da will ich ja eh. Ein brennender Nachbar. Halle! Sie schaffen es nicht bis zu mir. Sie schaffen es nicht bis zu mir. Wetten, 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 wetten. Na? 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 Okay, er hat es bis zu mir geschafft. Die Felder will ich ja noch verlegen und auch ein bisschen anders anordnen. Ich bin am Überlegen, ob ich mich spezialisiere auf jetzt nur Weizen oder nur Kartoffeln als Ernährung. Soll man nicht machen, aber in Minecraft geht's. Oder ob ich ganz viele kleinere Felder anlege, denn es gibt so viele Feldfrüchte. Ich kann da nicht für jedes ein Riesenfeld anlegen. Da brauche ich so viel Platz. Ich glaube mir, den haben wir nicht. Nehme ich das Eisen damit? Ich glaube, ich nehme das eben mit. Mit Glück abbauen wäre vielleicht schlauer gewesen, aber ich habe noch kein Glück. Dann brauche ich auch noch ganz dringend einen Zaubertisch. Ich glaube, ich habe ich Obsidian? Ich glaube, ich habe auch noch keinen Obsidian. Ja, die Treppen sind jetzt noch nicht das Wahre, weil Stück Treppe, dann wieder keine Treppe, dann wieder ein Stück Treppe, dann wieder keine Treppe. Aber hier ist es auch ein bisschen eng, um eine richtige Treppe zu klöppeln. Deshalb. Aber hier habe ich jetzt ganz viel Treppe. Ich habe nämlich. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt alles mal so an. Jetzt, ja, so genau das habe ich erwartet, dass das jetzt da drin liegen bleibt. Ich weiß nicht, ob ich hier nicht schon mit euch drin war. Ich gehe jetzt trotzdem mit euch jeden Gang ab. Warum ist hier zu? Und da habe ich wohl einfach nur nicht weitergemacht. Dann war ich hier auch nicht drin. Ich habe jeden Gang so weit gemacht, bis etwas kam, wo ich nicht weiter Warte. Naja, wo ein Hindernis kam oder ein Erz, das ich nicht ohne euer Beisein abbauen wollte. Ich glaube, das wird heute nichts mehr mit Reden.
Das macht ganz schlechte Anstalten hier gerade. Das ist schon wieder, weil ich im Kopf woanders bin. Ich möchte mit euch reden, möchte euch etwas sagen. Im Kopf denke ich aber schon wieder über was anderes nach. Und ja. Ich habe euch das ja das. Buenos Dias! Ich habe genug für einen Zaubertisch. Ich glaube, ich baue die jetzt nicht weiter ab, sondern hoffe, dass ich Glück kriege und hole sie mir dann. Oder? Ich glaube, das ist sinnvoll. So, da komme ich jetzt natürlich nicht hin. So. Was wollte ich eigentlich sagen? Schon wieder vergessen. Ach ja, ich hatte euch ja. Das sind jetzt die Gems and Jewels Gems. Ich hatte euch ja gesagt, das Hirn schickt einem Mund den Befehl los, etwas Bestimmtes zu sagen. Aber schickt das nur ganz kurz los und dann hört es auf. Ich muss mir das, glaube ich, markieren, sonst. Sonst wird das nichts. Sag mal, die Höhlensounds, ja, hallo, geht's noch? Ich will hier nur in Ruhe meinen. Das Gehirn. Wir machen es noch ein drittes Mal. Wir versuchen es ein drittes Mal, dann wird das was. Das Gehirn schickt einen Befehl los, aber hört nach dem ersten Impuls auf, weil es dann mit einem anderen Gedanken beschäftigt ist. Und der Mund, der dann den Befehl bekommt, denkt sich so, was soll ich das jetzt wirklich sagen? Wurde das zurückgezogen? Da kam noch mehr was von einem neuen Gedanken an. Soll der auch verbalisiert werden? So stelle ich mir das vor. Ich habe aber auch manchmal wirklich viele Gedanken auf einmal und habe dann Probleme, das zu sortieren nach Wichtigkeit und oder einfach mal was auszublenden. Man muss ja nicht jeden Gedanken verbalisieren. Man kann auch einfach mal die Klappe halten. Das ist zwar sehr, sehr schwierig und braucht sehr viel Willenskraft, aber das geht. Hier nicht machen. Ne? Ich wollte hier nur. Das, ich meine, ich brauche es, aber irgendwie gefällt mir das nicht. Also das Prosperity Ore gefällt mir irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Es sieht ja eigentlich total fancy aus, aber. Das, mein Gefühl sagt mir, dass das schöner ginge. Keine Ahnung, nein, ich weiß es nicht. Vielleicht wird das vom Spiel nicht ausreichend gewürdigt und irgendwas in mir sagt dann, nein, dann will ich es auch nicht. Da kam nichts mehr, oder? Nee, da habe ich aufgehört. Ich glaube, da waren dann meine drei Eisenspitzhacken kaputt. Und hier habe ich nur angenudelt, damit ich weiß, wo es weitergeht. Okay, zwei Topaz. Mir gefallen die Topaz nicht so gut wie andere. Also mir gefallen alle Edelsteine, aber der Topaz gefällt mir nicht so gut wie zum Beispiel der Saphir. Aber habe ich Gold zu Hause? Ich glaube, ich habe Gold zu Hause. Aber ich werde das trotzdem nehmen und meine Spitzhacke. Wo geht's denn hier hoch? Meine Spitzhacke bestücken und dann auch Manning drauf machen, weil den Luxus haben wir nicht zu sagen, dass uns etwas optisch nicht gefällt. Das muss zweckdienlich sein. Wahrscheinlich, genau, ich wollte gerade sagen, jetzt ist wahrscheinlich dunkel draußen. Das war übrigens ich. Ich hatte Tuff im Inventar und wollte hier eine Situation, die es leichter macht, hochzuhüpfen und dann habe ich den hingesetzt. Gibt es da oben irgendwas in der Nacht, außer den normalen Viechern? Ja, gibt es. Dann schlafen wir lieber. Genau, also wir machen uns jetzt die Ringe auf. Ich würde sagen, die Spitzhacke und ich brauche, eigentlich baue ich es auf Spitzhacke, Schaufel und Axt. Beim Schwert kann ich noch ein bisschen warten. Das ist ja noch nicht so sehr kaputt. Und dann brauche ich eine Mending Villager und passt auf.
Den Mending Villager, das dauert so ewig lang. Das mache ich mal wieder zwischen den Folgen. Ich werde nur schauen, dass der dann Mending hat. Also alles andere könnt ihr zuschauen, aber bis ich das Mending habe, was jetzt so ewig lange dauern kann, das mache ich dann zwischen den Folgen. Und ja. Und was ich jetzt gleich, ich werde das jetzt machen. Ich werde diese blöde Treppe zum Spawn runter machen. Denn wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich die nicht mehr. Achso, ja, und die Ringe mache ich jetzt auch. Vielleicht mache ich zuerst die Ringe. Ah, rrr. Nein, wisst ihr was? Die Ringe vergesse ich nicht, weil auf die Ringe bin ich eh so scharf. Ach ja, ich habe so ein bisschen sortiert, wie man sehen kann. Und mache ich eine Steintreppe? Mache ich eine Holz? Ich mache eine Steintreppe. Mache ich eine Steintreppe? Mache ich eine Bruchsteintreppe oder eine Steinziegeltreppe? Fragen über Fragen. Ich glaube, wenn ich eine Steinziegeltreppe machen will, müsste ich erstmal wegbrutzeln, oder? Ja, ginge. Ich glaube, ich brutzel trotzdem erstmal weg. Wo putzel ich denn? Hier putzel ich. Bruchstein, Steinziegel. Ich mach Steinziegel. Ja, doch, doch. Was wäre das? Da ist das. Ich könnte es natürlich einfach aus Stein machen und dann so natürlich in die Landschaft reinklöppeln. Nein. Brauche ich einen Stack? Ich brauche einen Stack, habe ich gerade beschlossen. Ich muss jetzt. Ah, ja, die Schaufel, die wird sich jetzt abnudeln. Vielleicht nehme ich eine Eisenschaufel. Ah, die Überlegungen. Ich zerdenke immer alles. Aber ich würde mich wirklich sehr freuen, diese Dia-Sachen so lange zu behalten, wie es nur irgend möglich ist. Da fehlt schon mal. So, gut. Wo möchte ich rauskommen? Stimmt, wo möchte ich rauskommen? Vielleicht hier so? Hier? Ich glaube, hier ist gut, oder? Glaube, ja, das geht schon so, oder? Ebnen wir hier ein. Dann hier auch noch eine Treppe nach oben, aber das ist dann nicht mehr so arg. Es geht eigentlich nur darum, dass ich hier die Steilstufen so blöd runter hüpfen muss, hochhüpfen muss. Ja, jetzt wird es gleich laut, nicht erschrecken. Aber Yoshi ist gerade not amused. Jetzt weiter. Hier mache ich hier so runter. Ja, ich glaube, das so. Ja, das sieht gut aus. So kann man das machen. Da müsste das auch noch alles ausgeleuchtet sein, damit ich beim Hochrennen in der Nacht nicht auf einmal upala, überrascht werde. Oh ja, ich brauche ganz bestimmt einen Stack bis unten. So, jetzt hätte ich hier aber gern das so gemacht. Wenn das Natürliche nicht natürlich genug aussieht. So, und jetzt einfach hier so runter.
Vielleicht hier. Ich bin gerade ein bisschen unglücklich mit der Situation, weil es hier so ganz steil runtergeht und ich nicht weiß, wie ich das lösen möchte. Eventuell. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich so haben will, wie ich das jetzt gerade plane. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es anders machen soll. Dann. Wollte gerade sagen, warum habe ich eigentlich eine ungerade Zahl an Treppen? Das macht ja keinen Sinn. Aber ich habe eine am Haus gelassen. Dann. Dann geht's hier runter. Oder? Was meint ihr? Ich glaube, das kann man so machen. Ich bin gerade so unsicher. Ich muss ja wieder einen Bogen machen, aber der sollte dann bis ganz unten gehen. So. Nein, ich mache noch eins weg. Ich bin so still, weil ich wirklich sehr konzentriert am Nachdenken bin, wie ich das machen möchte, dass das einigermaßen aussieht. Weil dass das hier so direkt anschließt, das gefällt mir jetzt nicht so gut, denn dann kann ich hier keine Brüstung, kein Geländer und so hinmachen. Und ich könnte das noch eins nach außen machen, oder? Abgelehnt. Und dann machen wir hier dasselbe Spielchen wieder. Okay, eigentlich wollte ich jetzt hier bis ganz unten. Ich weiß aber nicht, ob ich das schaffe. Gar nicht. Bis hier würde ich nämlich nicht kommen. Also das hier aufzuhören ist eine ganz schlechte Idee. Mir gehen die Treppen aus. Jetzt mache ich mal nur eines. So eine breit. Da kommt eine Höhle oder wie? Zumindest kommt ein kleiner Absatz. Ein Dingens. Ich meine, wenn ich jetzt hier so weit runter gehe, dann komme ich ziemlich genau am Spawn raus, was ja auch schön ist. Will ich das? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das kann man noch schön machen. Da denkt euch da mal nichts. Das geht schon so. Dann würde ich hier weitergraben. So, Moment, das kriege ich hin, das kriege ich hin. So. Jo, da geht's runter. Und so? Jawohl.
gut. Ich meine, immerhin ist es eine Lösung. Es ist nicht die beste, aber es ist eine. Jetzt müsste ich hier dann... ja. Na, seht ihr das? Also das könnte man schöner und eleganter lösen. Dass es Nacht wird, das finde ich ja gerade total doof. Aber bis hier hoch könnte ich kommen, oder? Hin und her, schon hin und her. So. Eigentlich. Ja. Wir sehen das vielleicht gleich. Oder auch nicht. Ich mache mir meine Sachen kaputt, gehe meine Schaufel. Genau. Passiert einfach nichts mehr. So, so. Und eigentlich dann auch so und so und so und so. Ich muss halt schauen. Die Sache ist nämlich die, auch wenn sich meine Werkzeuge dann später von alleine reparieren, brauchen die erst ein gewisses Level, damit sie das tun. Und dafür muss ich Blöcke damit abbauen. Das heißt, wenn die jetzt nur noch eine Haltbarkeit hat, dann passiert da nichts. Dann geht die einfach nur kaputt, fertig. Rocky fertig aus, ihr wisst schon. Dann gehen wir kurz schlafen. Oh. Aber es ist schon sehr viel angenehmer, so hochzugehen. Schuh, Schuh. Skelette. Dann packe ich mal eben die Sache weg. So und so. Und das kommt hier rein. Und die Körner will ich eigentlich loswerden. Hallo, Hühnchen. Ja, schauen Sie hier. Hat da gerade was geknurrt? Nein, da hat nur was ge... sehe ich das richtig? Hat der gerade von der Fliege Schaden bekommen? Fliege, haben Sie... Ja! Ach, du wolltest nur... schau mal hier. Ernsthaft? Die Fliege... Ich finde das lustig. Ich finde das lustig, dass ein Zombie von der Fliege Schaden bekommt. Ich meine, mich hätte sie... Ja, verstehe ich. Mich hätte sie ja fast mal... Lieber mal Tür zu machen. Ich krieg den Satz noch hin. Wartet, wartet. Mich hätte sie ja fast mal... Absatz runtergeschubst. Ne? Also... Fliegen können ganz gefährlich sein. Das unterschätzt man. Okay. Die Treppe reicht mir so weit da unten. Das würde ich lassen. Und dann würde ich, wie ich immer erwarte, dass hier der Ofen ist, dann würde ich zwei Ringe machen. Dann muss ich wirklich gut entscheiden. Wo ich die draufklatsche. Die Schaufel braucht es einfach, weil mir die kaputt geht. Ich brauche im Moment kein Holz. Das heißt, auf die Axt könnte ich eventuell verzichten. Dann wäre die Spitzhacke noch dran. Ja, komm. So, passiert. Nein, aufs Brot will ich keinen Ring drauf. Danke. Gut. Ach, ich wollte... Ich glaube, ich bin dumm. Ich wollte die zuerst verzaubern und dann die Ringe drauf machen, weil ich nicht wusste, ob... Nein, ich wollte zuerst die Ringe drauf machen und dann verzaubern. Ah! Spinnst du? Du kannst mich doch nicht so erschrecken. Kasperl krieg. Dann wollte ich schauen, ob ich Obsidian habe, was ich nicht habe, was Blödes. Aber ich habe Wasser und es gibt sicher irgendwo... Ich gehe... Wisst ihr was? Wir gehen jetzt dahin. Mitnehmen oder nicht mitnehmen? Ja, komm. Wir gehen jetzt da ein bisschen in die Savanne und hoffen, dass wir da Lava finden. Dann hole ich mir da Obsidian, dann mache ich einen Zaubertisch, dann verzauber ich. Ich verzaubere nicht, weil ich nur 22 Level habe, aber trotzdem möchte ich den Zaubertisch schon mal haben. Ach, da ist der Waystone, den ich nicht abbauen darf. Wir schauen uns hier einfach mal ein bisschen um. Ich glaube, ich habe mir die Gegend noch nicht so genau angeschaut, aber ich sehe hier nirgendwo Lava, muss ich gestehen.
Und seht ihr das da? Da ist irgendwas nicht geladen. Da bei meinem Steinbruch. So, und unten. Das sind Äpfel. Ist auch nicht verkehrt. Okay, Lava. Dran denken. Nicht wieder wie ein Hirnwürstel was anderes finden und dann nichts mehr machen. Ich kann ja nichts versprechen. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, schon überlegt, ob ich die scheren soll und habe dann gedacht, ich habe ja über einen Stack Wolle zu Hause. Also. Das mit den Luftschiffen, die müssten eigentlich nicht so regelmäßig spawnen. Die ganzen Gardens, aber da brauche ich einen zweiten Rucksack dann, damit ich die ganzen Gardens einsammeln kann. Eigentlich müsste ich ziemlich schnell finden, wenn in der Nähe Lava ist, weil ja alles brennen wird, dadurch, dass ich Firespread nicht ausgemacht habe. Noch nicht. Gehen wir hier mal hoch. Ich hoffe nur, dass ich keinen Drachen finde. Ich weiß, das jammer ich in jeder Aufnahme, aber ich hoffe das auch in jeder Aufnahme. Eine Höhle, eine kleine. Das sind Tropical Garden. Die vergesse ich und ich will nicht. Wobei, ich habe einen Dschungel. Ich nehme sie jetzt trotzdem mit. Sagt nichts, ich weiß ja, was ich gerade erzählt habe. Ich nehme die ja später mit, wenn ich einen zweiten Rucksack habe. Passiert. Ach, da kommt Dschungel. Deshalb sind auch Tropical Garden. Ja, macht Sinn. Verstehe ich. Oh, Sternfrucht, yay. Ich habe die früher so gern gegessen, aber ich habe die jetzt schon ewig nicht mehr in Supermärkten gesehen. Ich gehe halt nicht in Supermärkte, deshalb habe ich sie vielleicht auch in Supermärkten nicht gesehen. Aber ich hatte schon ewig keine mehr. Ja. Was ist. Sonst geht's gut? Ihr macht da komische Dinge. Da ist auf jeden Fall Lava. Ich will da aber nicht unbedingt runter. Oder will ich da runter? Ich glaube, ich will da nicht runter. Also zumindest nicht auf direktem Wege. Da wären. Das war gerade Yoshi, falls ihr das gehört habt. Dieses verkniffene Wuff. Er kann aber auch richtig Hallo sagen. Wartet mal. Yoshi? Yoshi? Sag Hallo. Good boy. Warte, ach, ich finde die Schulteräffchen einfach so niedlich. Wo will ich jetzt hin? Ich habe eine Weile auch mit Animals Plus, heißt das, glaube ich, gespielt, der Mod. Und da wären hier im Dschungel im Wasser Piranhas. Boah, überhaupt sind die ganzen Viecher von Animals Plus so garstig. Da gibt es dann Wildschweine, wo man davonlaufen muss. Aber muss, also sollte. Als Terry sowieso, die das alles nicht überlebt. Oh, Trauben. Mit Trauben kann man sicher Wein machen. Ich wollte jetzt gerade nachschauen, so Jay. Nee, ich schaue nicht nach, ob man Wein machen kann. Man kann Saft machen, da bin ich mir ganz sicher. Und man kann Jelly machen, da bin ich mir auch ganz sicher. Was wollte ich eigentlich suchen? Lava. Ich finde das sind Mahagonibäume. Ich finde die schick. Ich habe mal auch im Singleplayer ein bisschen gespielt, wo ich in so einem Mahagoniwald gespawnt bin. Da ist Lava. Ja, da ist auf jeden Fall Lava. Da habe ich ein. Oh, Entschuldigung, ich bin eigentlich gar nicht müde.
habe ich so ein Tropenhaus, ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll, gebaut. Fand ich auch sehr schön. Wisst ihr was? Nee, ich brauche einen Lavasee. Die Lava da jetzt rausholen und dann versetzen und dann... Komm. Und dann auch nur ein Obsidian haben von... Das wollte ich gerade sagen, ich brauche 10 für ein Portal, aber ich will ja einen Zaubertisch machen. Da seht ihr das. Das ist einfach als Hirnwürstel, das ist ganz anstrengend. Da ist ein Ice and Fire Friedhof. Findungsschwierigkeiten, das macht das Alte. Da will ich nicht unbedingt rein. Ich finde es schön hier. Oh. Oha. War ich da schon drin? Ich glaube nicht, dass ich da drin war. Ich frage so blöd. Ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich. Ich frage so blöd, weil ich ja... Weil ich ja, wie gesagt, noch 2 andere Spielstände habe. Einmal den Server und einmal den Testspielstand, der nicht mehr nur Test ist. Doch, ich glaube, wir waren in sowas Ähnlichem schon drin. Also nicht drin, aber dran, wo ich die Spitzhacke mit Sharpness bekommen habe. Sache ist, dass die Monster halt, also die Skelette, die brauche ich jetzt nicht versuchen, weil ich komme an die Skelette nicht schnell genug dran, um die zu töten. Da haben die mich vorher klein gemacht. Und die Zombies, ja. Es regnet Zombies, habt ihr das gesehen? Vielleicht möchte ich doch so ein ganz klitzekleines bisschen möchte ich vielleicht hin. Ich möchte nicht die Skelette haben, ich möchte nur die Zombies haben. Ihr seid alles Skelette. Wo regnet es denn Zombies? Ich muss ein bisschen aufpassen. Da könnte ich zum Beispiel dann runtersegeln. Na, da kann ich nicht runtersegeln, da geht es nicht weit. Da ist eine Kiste oben, da könnte ich mich eventuell hochstecken. Wenn da keine Skelette sind, die mich runterschießen. Aber da ist jetzt gerade nichts. Komm, gehen wir weiter. Ich wollte ja eigentlich wollte ich Lava holen. Da gab es ja irgendwann mal was, wo ich mir ganz fest vorgenommen habe. Ich konzentriere mich jetzt darauf, Obsidian nach Hause zu holen. Und was die Drachen betrifft, mit dem Boden aufbuddeln und hinterher und so. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum die mich gefunden haben. Tatsächlich soll es Sneaken helfen. Also so, wie der Nametag für Spieler verschwindet. Hi! So wie der Nametag für Spieler verschwindet, soll man dann auch für Drachen unsichtbar werden. Das muss ich dann mal ausprobieren. Also ich muss es ausprobieren, wenn es mir passiert, weil... Will er dann weg vom Drachen. Aber wenn das klappt, das wäre eine große Hilfe. Schnell schlafen, damit es schnell morgen wird. Ich bin ja eigentlich gern hier am Schwimmen. Sehe nur die Gefahr, also im Moment sehe ich keine Gefahr, aber ich sehe die Gefahr, dass wenn mich ein Drache überrascht, ich ja eigentlich nach unten abhauen muss. Und im Wasser runterbuddeln ist jetzt nicht so toll. Da ist doch was. Seht ihr das? Da ist was. Da ist ein Schwammerl. Will ich da hoch? Nein, ich will Lava suchen. Terry! Konzentrier dich! Ich will auch nicht zu weit weg von zu Hause. Ich kenne die Gegend hier auch überhaupt nicht. Was haben wir hier? Ich glaube, das ist Pfeffer. Und hier haben wir nochmal Pfeffer. Und hier haben wir nochmal Gardens. Und das ist... ja. Mhm. Und das sind, glaube ich, Mandeln. Oh. Ah! Eine
hellbraunes Schulteräffchen. Halle. Oh, ich mag die Schulteräffchen so sehr. Ah, Granatäpfel, glaube ich. Und das hier sind Maracuja bzw. Passionsfrüchte. Oh, so lecker. Aber leider ist in einer so einer Frucht nicht viel drin. So, also nochmal konzentrieren. Lava, Lava. Eigentlich ist es gut, dass im Dschungel keine Lava ist, weil dann der ganze Dschungel abfackelt. Auf der anderen Seite hilft es mir halt nicht viel, weil ich Lava brauche. Oder so ein Portal, da müsste ich beim... Hatte ich nicht so ein Portal gefunden? Ich meine, das waren bestimmt nicht genug Obsidian-Blöcke für ein Portal. Ich will einen Zaubertisch machen. Nehme ich einfach mal mit. Vier brauche ich für einen Zaubertisch. Vier könnten es gewesen sein. Muss ich vielleicht doch irgendwie meinen Weg zurückfinden. Ich hätte sie mitnehmen sollen. Was habe ich mir dabei gedacht? Nichts, weil ich nicht gedacht habe. Ah, wenn der Kopf nicht... Ja, ich hasse euch. Ja, kommen Sie her. Kommen Sie her. So, jetzt gehörst du mir. Ja. Kommt davon. Das macht man... Das macht man ja auch nicht. Diese blöden Flederviecher. Auf die könnte ich wirklich gut verzichten. Sehr, sehr gut könnte ich auf die verzichten. Ich glaube, ich gehe mal da hoch. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich die Mod reinmache. Das ist nämlich Whisperwoods. Aber die anderen Sachen von Whisperwoods sind halt gut, schön, toll. Also muss ich jetzt mit denen auch klarkommen. Und ja, ich könnte sie wahrscheinlich in den Einstellungen ausschalten, aber nee. Um Handy zu zitieren, wer das eine will, muss das andere mögen. Also, ich sehe hier nirgendwo Lava. Ich sehe es hier nirgendwo brennen. Ich gehe mal auf den Berg da hoch. Und nehme hier das Eisen mit. Das ich sicher später mit Glück abbauen könnte, aber vielleicht komme ich später auch nie wieder... Später nie wieder hierher. Ist das ein Satz? Und was ich habe, habe ich. Kohle bräuchte ich eigentlich auch. Es würde schon Sinn machen, das mit Glück abzubauen. Ich meine, ich gebe es dazu. Ich hörte gar nicht mehr auf. Und da hat es aufgehört. Es kann halt sein, dass es ab hier schon Drachen gibt. Der wahrscheinlich Blitzdrache, nachdem ich nicht angegriffen wurde, sehr wahrscheinlich Blitzdrache, ist ja auch schon ganz schön nah gewesen. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Mhm. Ja. Mhm. Gehen wir mal etwas näher hin. Wie heißt das jetzt? Ich glaube, Woodland Mansion. Und 175. Gut. Weil ich nicht jetzt reingehen möchte. Ich möchte ehrlich gesagt lieber eine Dia-Rüstung haben. Eigentlich möchte ich meine Flugrüstung haben, aber das dauert noch. Ein bisschen. Okay, Lava. Terry, hallo. Geht's noch? Lava. Oder Obsidian. Ich meine, wenn ich jetzt hier irgendwo wildes Obsidian finde, meinetwegen. Ich gehe da mal runter in die Ebene, in der Hoffnung, dass da Lava ist. Das ist übrigens schon wieder ein Luftschiff. Ich
Ich weiß nicht, ich habe schon wieder ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Hatte ich gestern nicht auch das schlechte Gefühl und bin dann beim Drachen rausgekommen? Ich meine, der Drache hat geschlafen. Das ist ja dann schon mal eine gute Sache. Ob ich dann einen Kürbis mitnehmen soll? Einfach nur zum Haben? Ach komm. Ach, das ist so ein Liarbird gewesen. Hast du mich erschreckt? Ich bin gerade so schreckhaft. So, Lava. Keine Lava. Wenn der Drache einen nicht so gut sieht, wenn man sneakt, sollte ich, sobald ich einen Drachen sehe, am besten mit Sneaken anfangen, oder? Ich überlege gerade nur so. Da kommt schon wieder ein Luftschiff. Da, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe es gesehen. Und da will ich jetzt ganz schnell hin. Hui, 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 hui. Da ist ein kleiner Friedhof. Da will ich hin. Erstmal schauen, ob es sicher ist. Idealerweise ist hinterm Friedhof dann ein Lavatümpel. Oder ich finde, kann man im Friedhof vielleicht Obsidian finden? Ha. Wie schaut es mit dem Tag aus? Ja, ist hell genug. Hallo. Hallo. Knochen. Naja. Nehme ich den Schädel mit? Komm, ich nehme den Schädel mit. Dann können wir hier reinschauen. Eisen, ja, ist nicht verkehrt. Ich nehme auch Kerzen mit. Ich glaube, ich nehme auch die Fäden mit. Und nur weil wegen Deko. Nur weil wegen Deko. So, dann schauen wir hier auch noch rein. Ey, nicht erschrecken. Ah, schau, dann nehmen wir das Pumpkin hier mit. Was ist das? Granit? Wer will denn Granit? Mach doch nicht sowas. Ja, ich finde auch, also Granit. Leder, Redstone. Ich weiß nicht, warum du dich so aufregst. Du brauchst es doch eh nicht. Noch mehr Leder, noch mehr Redstone. Sehr gut, okay. Die Ausbeute war jetzt nicht gigantisch, aber ich bin zufrieden und den machen wir weg. Den will ich hier nicht. Nehme ich hier die. Nehme ich mir vielleicht wenigstens eine mit. Von den. Vom Amboss, meine ich. Aber nein. Ich finde bestimmt nochmal was. Oh, schaut mal. Oh, schaut mal, da ist was. Da ist was. Da. Oh, da ist eine Mine. Da könnte eine Schatzkiste sein. Und in einer Schatzkiste könnte ein Artefakt sein. Es tut mir leid, aber ich musste jetzt leider runter. Das, wenn ich da ein Artefakt finden kann, muss ich die Chance nutzen. Darf mir meine Schaufel dabei nicht kaputt machen. So, jetzt ist die Frage, wie ich da gut runterkomme. Eine ruhige Hand und einen kühlen Kopf. Und dann geht das schon, dann geht das schon. Dann sollte ich mir vielleicht markieren, wo ich runtergekommen bin. Das sieht hier ja interessant aus. Da werde ich ja selbst zum Zombie, wenn ich das sehe. Ich brauche mehr Fackeln. Das hier nehme ich mit. Das ist nie verkehrt. Ich glaube, nehme ich das auch mit. Das nehme ich mal nicht mit. Oh, Lava? Wird es gerade dunkel? Oh, Wahrscheinlich ein Spinnensporner. So, schnell schlafen! Schnell schlafen!
Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut. Nicht, dass ich jetzt die Aufnahme beenden muss. Ich muss natürlich nicht. Wir ziehen das jetzt hier noch durch, weil wir hören doch nicht auf, wenn es jetzt gerade so schön spannend ist. Man soll nicht den Block abbauen, der unter einem ist. Ja, ich will hier trotzdem. Ich sehe jetzt hier nichts Interessantes. Ich möchte jetzt, glaube ich, die Mine weiter erforschen. Das Eisen ist auch nicht verkehrt, aber wie komme ich da gut runter? Ich meine, runter komme ich. Leute, grunzt doch nicht so. Es bringt doch keinem was. Wisst ihr was? Ich habe auf euch eigentlich gar keine Lust. Ich muss nicht jedes Monster umbringen. So. Das Eisen ist gar nicht schlecht, nachdem ich so viel. Ja. Nachdem ich so viel Eisen aufgebraucht habe, wollte ich sagen. Der Spinnenspawner da, den finde ich überhaupt nicht gut. Und ja, ich weiß, da unten war Inferium-Ohr, aber das lasse ich jetzt ausnahmsweise mal aus. Ist ja krass, wie zerstückelt. Oh, da ist. Oh, ah. Ist ja krass, wie zerstückelt hier alles ist. Ich habe noch keine Schatzkiste oder so gesehen. Bin am Überlegen, ob sich der Trip hier wirklich lohnt. Oder ich mein Leben einfach nur unnötig aufs Spiel setze. Also so wie es aussieht, ist hier zuerst die Mine generiert worden und dann ist die Schlucht drüber generiert worden und deshalb ist hier alles so zerhackstückelt. Wahrscheinlich würde ich hier. Da brennt's. Ist da gar kein Spawner? Da hinten ist der Spawner. Lass mich mal runterschauen. Vielleicht sehe ich irgendwo eine Kiste. Dann weiß ich wenigstens, dass es sich lohnt, runterzugehen. Also die Spinnen möchte ich eigentlich nicht spawnen lassen, ganz ehrlich. Was ist da? Da ist was verbrutzelt, schätze ich mal. Ja. Ich gehe mal mit euch da rein. Ja, das ist sehr gut. Ich will das alles nicht haben. Ich will keine Monster. Ich will nur meine Schätze. Nichts, da kommt Höhle, oder? Ne, da kommt auch noch mal ein bisschen Mine. Ich habe halt nicht mehr zu viele Fackeln. Ich kann welche machen, das ist jetzt nicht so, aber trotzdem. Die werden jetzt da unten wegfallen, oder? Nein. Ich meine, das mit dem Eisen, das hat sich ja schon gelohnt, auf jeden Fall. Ah, ich krieg schon Level. Jetzt brauche ich Mending. Jetzt brauche ich Mending. Okay. Wie komme ich denn hier hoch? So, dann schauen wir hier weiter. War die letzte Fackel. Könnte ich bitte einen Schatz finden und dann nach Hause gehen?
Torte. Blöde Croissants. Oh, der hat aber Wumms drauf gehabt, mein Lieber. Aber den Spawner hatte ich doch wegbekommen. Da könnten jetzt in den Schatztruhen, wenn welche sind. Das sind keine Schatztruhen. Da ist was. Und. Ah, keine Artefakten, Mann. Enttäuschung. Ich war doch gerade so tapfer. Ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht richtig. Ich sehe hier nicht viel. Ihr wisst, scheint ja... Jetzt muss ich nochmal genau nachschauen, dass da wirklich nichts ist. Ich nehme die auch mit. Ich nehme sie mit. Ich kann sie ja immer noch zurücklassen, wenn ich sie doch nicht will. Und dann kommt da ein Block drauf, damit ich weiß, dass ich hier schon war. Dann ist hier Inferium Essence. Sogar noch mehr. Ist das auch eine? Nö. Ich will Ich will noch einen Schatz haben, bitte. Das Lava. Ich sehe so wenig. Und ihr seht wahrscheinlich auch nicht viel. Ich werde. Sekunde. Ich stelle mich mal eben hier ins Licht, auch wegen der Augen, wegen der blöden. Dann mache ich mal eben Fackeln. 8. Ne, wollen nur 1. So. So, und dann machen wir das so. Und dann haben wir wieder Fackeln. Tada! Hören Sie mal, so geht das nicht. Können wir den Schmarrn mal lassen? Ja, das regnende Skelett. Wo kämen wir hin, wenn es überall Skelette regnen würde? Ich höre so viele Monster, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich spiele mich in die Jahre. Okay, da komme ich jetzt hier raus. War ich hier schon? Okay. Wisst ihr was? Geh weg mit deinem... Ich will das nicht. Ein Spinnenspawner. Geht. Nam. Schnell schlafen. Oh, wo steckt denn der Pfeil? Hallo? Das tut doch weh, da kann ich doch nicht mehr laufen, wenn der im Oberschenkel steckt. Was war das? Ach, das war eine Fledermaus. Will ich da runter? Wenn ich hier bin, nehme ich das mit. Sie zieht so bloß, um Lava zu suchen. 2 Monate später und 15 Höhlensysteme später kam sie ohne Lava zurück. Warum? Spinnst du? Das war total unnötig. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich wollte einfach nur von der Spinne weg. Na, schaut euch das an. Schaut euch den Quatsch an. Hallo, das war jetzt sowas von nicht nötig. Will ich hier weiter suchen? Will ich das? Was ist hier? Ich glaube, da war ich schon. Kann ich da irgendwie hoch? Konzentration. Das geht. Ich schaff das. Na komm schon. Komm schon. So. Da ist der blöde Spawner, den ich wahrscheinlich gleich aktivieren werde. Und da läuft auch schon wieder so eine blöde Spinne rum. Ekelhaft. Die Viecher sind einfach widerlich.
Hier hat es ganz schön gebrannt, ne? Ja. Ah, ich glaube, hier war ich noch nicht. Hier scheint alles weggebrutzelt zu sein. Ist ja... Nope. Wisst ihr was? Ich nope da so aus. So. So ist besser. No. Das hier sieht ja echt wild aus. Hat es da gerade eine Giftspinne geregnet? Ich sehe da aber keinen Spawner. Ich will da eigentlich mal da reinschauen. Oder war ich da schon? Ich glaube, da war ich schon. War ich da schon? Schön, dass wir drüber geredet haben. Habe ich noch? Nee, ich habe nicht. Wisst ihr was? Ich muss erst ein bisschen Mut sammeln für diese Aktion hier. Hier kommen ja auch nicht runter. Wie komme ich eigentlich hin? Wo bin ich? Was mache ich hier? Ich denke, ich komme zu einem späteren Zeitpunkt an diese Stelle zurück. Oder schaue ich vielleicht doch kurz noch ein bisschen. Lava. Ich wollte Lava suchen. Unmöglich. Unmöglich. Mit der Frau kannst du nirgendwo hingehen. Okay, hier so. Ja, genau. Hier kann ich raus. Ja, ich lebe noch, immerhin. Eben noch. Und da hinten war der Friedhof und da kamen keine bösen Viecher, sagte sie und hat sich nicht umgedreht. Lala, 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 lala. Lava. Beziehungsweise Obsidian. So ein Netherportal wird es auch tun. Das sind bestimmt 4 Obsidian, die ich dann mitnehmen kann für einen Zaubertisch. Schon wieder ein Luftschiff. Okay, seht ihr hier irgendwo Lava oder... Ich weiß nicht, warum es mich in die Savanne zieht. Normalerweise zieht es mich da überhaupt nicht rein, auch wegen den Cockatrees. Also... Da ist ein Dorf. Da kann ich einen Waystone aktivieren. Ja. Yeah. Hoffentlich ist das nicht das Dorf, wo ich schon war. Dann wäre da ja irgendwo da. Der Blitzdrache. Sehe ich das richtig? Das ist doch ein... Ist das? Ich muss hin. Ich muss hin und sterben. Die würde ich ja auch so gerne... Aber reinschauen kann ich ja mal. Naja. So interessant war die jetzt auch wieder nicht. Ich habe mich geirrt. Ich dachte, da wäre ein Friedhof oder irgendwas Besonderes, aber... Wie bitte? Ha? Hallo? Ah ja. Ha? Ja? Ha? Erleichtere ich den jetzt um seinen Braustand? Eigentlich wollte ich die Dörfer nicht zerpflücken. Und ich kann den Braustand auch noch gar nicht benutzen. Weil ich ja keine Blaze Rods und Blaze Powder habe. Also. Seid ihr nochmal davon gekommen? Ha. Wie nennen wir das? Das ist hier offiziell Savanna. Naja, gut. Savanna. Ja. Einfach mal lostippen, ohne zu sehen, ob man tippen kann. Und 80. So, sehr schön. Haben wir das auch gemacht? Gibt es hier irgendwelche interessanten Gebäude?
Eine Kiste. Und auch keine Kiste. Ich glaube, hier muss eine drin sein, oder? Brot. Naja, warum nicht? Ein Buch brauche ich eh. Jetzt wird's aber voll hier. Oh, Entschuldigung. Ich bin gar nicht müde. Ich weiß nicht, warum mein Körper das macht. Goldnuggets brauche ich nicht unbedingt. So später auf jeden Fall, aber nicht jetzt. Elefanten! Yay! Du schaust aber brummig. Entschuldigung, ich sage ja nur, wenn du schlecht geschlafen hast, kann ich ja nichts dafür, dann schaust du aber trotzdem brummig. Da oben war ich noch nicht. Ihr habt es ja ganz schlau gemacht. Ihr habt das ja sowas von schlau gemacht. Ihr seid da gut aufgehoben. Mein, wer weiß. Vielleicht halten die sich hier einfach Zweitvillager. Keine Kisten? Leute, Leute, Leute. So kann ich da. So kann ich das nicht. Ich habe übrigens immer noch keine Lava. Ich werde mich hier noch ein bisschen umschauen. Ich bilde mir an, dass es in der Savanne durchaus öfter mal so Lavapools geben kann. Ach und ja, yay! Antilopen und Kängurus, yay! Und was auch immer du bist. Werden wir später alles noch. Ich muss später doch einen Zoo bauen. Es wird darauf hinauslaufen. Was ist da? Da ist doch was. Elefanten sind da. Okay. Ja nun, Lava, Obsidian. Au! Das sind halt die Brüder und Schwestern der Arschgeigenvögel. So ist es halt. Habt ihr mich erschreckt? Ich habe nur gesehen, dass sich was bewegt. So. Und da. Oh. Plopp. Schlurp meins. Schlurp meins, sagte sie und hatte ein volles Inventar. Sekunde. So. Und so. So. Lalalala. Das nehme ich tatsächlich für ganz mit. Man weiß ja nie, was man braucht. Ich glaube, ich habe es noch nie benutzt. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Was sagt eigentlich meine Rüstung? Meine Rüstung sagt geht. Ja, ich bin. Du Mistvieh, du bist doch nur so weit weg. Geh doch woanders spielen. Einfach nicht nett. Ich finde das nicht nett. Nee. Wie viele Minecraft-Tage bin ich jetzt schon unterwegs? Drei, vier? Bin gerade am Überlegen, ob es in so Drachennestern Obsidian gibt, was mir überhaupt nichts bringt, weil ich ja einen Drachen nicht töten kann, wenn der da in seinem Nest sitzt. Was ist das da oben? Das ist ein Drache. Das ist ein Drache. Das ist der Drache. Das ist der Drache. Ganz schnell schlafen. Ganz schnell schlafen. Oh, bitte lass ihn mich nicht gesehen haben. Das ist ein Blitzdrache. Deshalb ist er jetzt nachts wach geworden. Dann sollte er doch jetzt einschlafen, oder? Ich weiß, ich. Spring halt runter vom Block. Es kann doch nicht so schwer sein, Mann. Er sollte jetzt wieder schlafen, wo Tag ist. Ich sehe auch nichts fliegen. Ich meine, was ich mache, ist überhaupt nicht gefährlich und dumm. Sag nichts, was ich hier mache, ist einfach nur dumm. Nur dumm. Ja, es ist absolut.
Es ist absolut nur dumm. Da ist ein Miniboss, da ist ein Drache. Ich sollte halt nicht hingehen. Ich sollte wirklich nicht hingehen. Ich mag Blitzdrachen. Ich möchte einen amethystfarbenen Blitzdrachen als Haustier. Und da sollte ich auch nicht hingehen, aber ich denke, dass ich das umlaufen kann. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier machen. Warum? Nein. Wir können da von oben mal reingucken. Aber man sieht ihn nicht. Da sitzt er. Wartet. Da sitzt der Miniboss. Da kann ich nur noch nicht. Das kann ich noch nicht. Aber das Drachenskelett looten, das kann ich. Ah, ich hab's genau gesehen. Die diebischen Möwen. Die haben alles Essen wegnehmen. Ich hab's genau gesehen. Vergiss es. Ich laufe jetzt hier einmal drumrum. Es ist einfach eine unglaublich blöde Idee, hier bei einem Drachen und beim Miniboss rumzurennen. Ihr seid keine Möwen. Also du bist keine Möwe und du bist auch keine Möwe. Ich möchte doch nur ein bisschen Obsidian zum Verzaubern haben. Also das Obsidian für den Zaubertisch, damit ich verzaubern kann. Mehr will ich doch gar nicht. Das ist doch bestimmt nicht zu viel. Wisst ihr was? Ich könnte Glück haben und hier irgendwo unterwegs einen Waystone finden und mich nach Hause teleportieren. Das wäre sehr nett. Aber dann hätte ich immer noch keinen Obsidian. Bin mit der Gesamtsituation eher unzufrieden, muss ich gestehen. Hui. Und hui. Und hui. Und hui. So. 16. Also das reicht auf jeden Fall für einen zweiten Rucksack. Haben wir wenigstens etwas erreicht. Wir haben einen zweiten Rucksack. Also wir haben ihn noch nicht, aber wir können ihn jetzt machen. Und eigentlich sollte ich eine Aufnahmepause machen. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt auch gleich. Nur noch kurz um die Ecke schauen. Nur noch schnell den Stackball machen. Aber wenn ich mich nicht ganz irre, kommt diese Aufnahme am Dienstag raus. Das heißt, bis Donnerstag ist es ja dann nicht mehr weit. Ich habe mir vorgenommen, Dienstag und Donnerstag was zu veröffentlichen. Ihr müsst dann also nicht lange warten. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Also da ist auch Lava, aber ernsthaft? Ich sage noch, das sind doch immer viele Blöcke. Ich hatte so gehofft, dass jetzt doch noch ein Artefakt drin ist. Was haben wir hier? Ice Bucket Challenge, ja. Haut mich nicht vom Hocker. Aber schnell mal erst schauen, was so in der Nähe ist. Nicht, dass ich hier am Obsidian rumschrab und... Dann kann das sich hier ja nur noch um Stunden handeln. Aber ich habe den Obsidian gefunden. In dieser Aufnahme. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich muss nur noch nach Hause kommen. Das dauert überhaupt nicht lang. Aber wenn die mal verzaubert ist, so richtig, dann klöppel ich mich durch die Gegend. Hahaha. Nehme ich jetzt den Crying Obsidian auch mit? Was kann man mit dem eigentlich machen? Wisst ihr was? Ich nehme mal einen mit und schaue, was man mit dem machen kann. Glubsch. Ich glaube, dass ich da jetzt gleich ein Achievement bekomme. Who is cutting onions?
Wenn ich jetzt hier, wie viel brauche ich dann? 10 für ein Portal und 4 für den Zaubertisch, 14 mitnehme, muss ich nicht gleich wieder suchen gehen. X. Die Aufregung, dass ich jetzt endlich Obsidian habe. Yay! Gurgel, Gurgel. Komm schon. Du schaffst es. Ich glaube an dich. Wenn ich mich umdrehe, steht dann ein Drache hinter mir. Der hat mir die ganze Zeit beim Obsidian-Klöppeln zugeschaut und hat sich gedacht so, warum verunstaltet sie hier das Netherportal so? Wenn die sich zu mir umdreht, dann blase ich ihr den Marsch. Haha. Ich will jetzt eigentlich nicht gleich ein Loch in die Landschaft reißen. Ja, habe ich nicht. So, 15. Ja, komm. Dann mache ich ein Portal aus 12, damit es einmal komplett rumgeht. Dann ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, warum ich jetzt weitermache. Irgendwie ist es gerade so meditativ, dieses Warten und nur draufhalten. Apropos warten und nur draufhalten, wenn ich meine Powerfelder, meine Power-Essenz-Felder habe, dann werde ich eins machen, wo diese Growth-Accelerator drunter sind und da werde ich dann auch draufhalten. Vielleicht sollte ich. Ich habe noch so wenig Inferium-Essenz, aber ich sollte da wirklich schauen, dass ich möglichst früh anfange, weil man davon unglaublich viel braucht. Ich habe das schon mal betont, aber ich kann es nicht genug betonen. Man braucht da. Doppelkistenweise ist noch freundlich ausgedrückt. Ob es? Ich weiß, ich gehe jetzt von einem Thema zum nächsten, aber ob es solche Artefakte auch in Drachennestern gibt? Wie komme ich jetzt eigentlich nach Hause? Muss ich jetzt den ganzen Schlauch zurücklaufen? Ganz kurz gucken. Ich will nicht laufen. Kann es hier nicht irgendwo einen Waystone geben? Ich glaube, ich könnte. Oder. Ich glaube, ich könnte zum Dorf zurückgehen oder ich gehe in dieses Dorf. Oder ist das das Dorf, wo ich schon war? Das kommt mir jetzt gerade. Ich meine, ich sag immer, mir kommt jetzt so bekannt vor, aber das kommt mir jetzt wirklich bekannt vor. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Dorf. Schau, schau, schau. Der ist aktiviert. Seht ihr, seht ihr? Yay! Ich komme nach Hause. Yay! Ja. Ich muss jetzt trotzdem schauen, wie ich da hochkomme. Aber es ist nicht so schwierig. Wo muss ich hier eigentlich hin? Da darüber muss ich. Ja, yay! Wuhu! Treppen, yay! Wuhu! Wuhu! Yay! Ich bin zu Hause, ich bin nicht gestorben. Ich habe Obsidian. Also die größte Errungenschaft ist, ich habe Obsidian und bin deswegen auch losgelaufen. Und was habe ich eigentlich alles? Und ich habe ein Emu-Ei. Es ist ganz schön viel Eisen geworden. Ich kann sehr zufrieden sein. Ich kann sehr zufrieden sein. Ich räume jetzt nicht ein. Ich beende hier die Aufnahme. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Bis wahrscheinlich in 2 Tagen. Und bye bye.